Die BIAP-Studie ist eine klinische Studie, die untersucht, ob die Gestaltung des Gebärraumes eine Auswirkung hat auf den Geburtsverlauf und ob die Frauen, die in diesem Raum ihr Kind bekommen, eher eine natürliche Geburt haben oder einen Kaiserschnitt bekommen. Und das Ziel der Bundesregierung ist auch, die Rate der natürlichen Geburten zu erhöhen, weil die natürliche Geburt sehr viele Vorteile für Mutter und Kind haben. Das heißt, die Mutter kann zufriedener sein mit ihrer Geburt und die Risiken, die ein Kaiserschnitt mit sich bringen würde, können damit auch vermieden werden. Und unsere Hypothese ist, dass die Frauen tatsächlich in diesem neu gestalteten Gebärraum eher eine natürliche Geburt erleben können. Eine Bewegung unter der Geburt unterstützt den dynamischen Prozess des Gebärvorgangs, und zwar in allen Phasen der Geburt, sowohl in der sogenannten Eröffnungsperiode, wenn also der Muttermund sich eröffnet, würde der Druck durch den in der vertikalen befindlichen Kopf, also sprich vorangehendes Kindsteil, besser ausgenutzt werden, als wenn die Frau im Kreisbett liegen würde. Zusätzlich noch durch die Bewegung der Patientin, sie läuft oder sie macht Entspannungsübungen an einem dieser vorhandenen Würfel, würde diese Bewegung dann auch das Tiefertreten des vorangehenden Kindsteils im mütterlichen Becken unterstützen. Das ist sozusagen unserer Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Bewegung unter den einzelnen Geburtsphasen und eben heraus aus der Horizontalen zurück in die Vertikale, um den Geburtsprozess hier natürlicherseits zu unterstützen. Der alternative Gebärraum zeichnet sich dadurch aus, dass das normalerweise verfügbare Gebärbett entweder aus dem Raum entfernt ist oder nicht sichtbar hinter einer Stellwand oder einem Paravent verborgen ist. Es ist so, dass die Frau sich beispielsweise mit ihrem Partner oder Partnerin an einen Tisch setzen kann. Sie kann ja fast wie zu Hause sich Getränke nehmen, warme und kalte Getränke. Es liegen auch Snacks bereit. Und ja, so kann man diese Zeit der Wehen dort im Gebärraum verbringen. Zur Ausstattung des alternativen Gebärraums gehören auch viele Möglichkeiten, die Zeit der Wehen nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Es stehen verschiedene Elemente zur Verfügung, die dazu anregen, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Beispielsweise können die Schaumstoffelemente aufeinander gestapelt werden und man kann sich sehr gut darauf abstützen. Außerdem ist es auch möglich, ein Bein höher oder seitlich abzustellen. Und wenn die Gebärende dabei ihr Becken bewegt, kann das unterstützend sein, dass das Baby seinen Weg durch das Becken der Mutter findet. Die Bodenmatte ist dabei eine sehr bequeme Unterlage. Diese Elemente sind eben sehr variabel und man kann sie so einstellen oder so benutzen, wie es gerade für die Frau eben nach ihren Bedürfnissen angenehm ist. Auf dem Monitor können Naturszenen betrachtet werden. Es stehen zwei verschiedene DVDs zur Verfügung, die Natur zeigen, beispielsweise in Form von fließendem Wasser, etwa Bächen oder Wellen am Strand. Dadurch kann die Gebärende sich während der Wehen oder auch zwischendurch ein bisschen ablenken und sich dadurch auch entspannen. Wenn Frauen bereit sind, an der Studie teilzunehmen, werden sie bei der Aufnahme randomisiert. Das heißt, sie werden per Zufall dann dem einen oder anderen Raum zugewiesen. Das heißt, sie kommt entweder in den alternativen Gebärraum oder in den üblichen Gebärraum. Und der Zufall entscheidet darüber. Das ist ein wesentliches Element einer klinischen Studie, damit wir letztlich verlässliche Aussagen machen können. Uns war als Team ganz wichtig, dass alle Frauen die gleiche Sicherheit haben. Wenn ein Problem auftritt, haben wir eben in dem alternativen Gebärraum jederzeit die Möglichkeit, auf das Kreisbett zurückzugreifen, wenn wir das brauchen, um zusätzliche Maßnahmen durchzuführen, um Untersuchungen durchzuführen, sodass eben für niemanden ein Nachteil entsteht.